Ganz herzlich möchte ich Sie begrüßen zu einem sehr wichtigen Thema. Und gerade in unserer Zeit. Vielleicht denkt man, wir haben jetzt ein Jahr lang genug gehört darüber, es reicht uns. Aber wir wollen das Thema ganz anders angehen, als es in den Medien und in den Gegenmedien verkündigt worden ist. Zur Hauptsache. Und ich werde gleich erklären, wie anders. Wir fragen uns nicht nur, warum gibt es tödliche Viren, warum gibt es Leiden, sondern ganz grundsätzlich wollen wir uns mit den schwierigsten Fragen der Menschheit beschäftigen. Warum gibt es Leiden, warum gibt es Krankheit und Tod? Ganz grundsätzlich. Wenn wir in die Tiefen des Weltalls hineinblicken, mit Teleskopen, wie das heute möglich ist, dann sehen wir hier Wunder über Wunder. Überwältigende Ordnung und Struktur, Präzision und Schönheit. Hier auch zwei Spiralgalaxie und dann diese ganz besondere Sombrero-Galaxie. Einfach nur wunderbar, wenn man so sich mit der Natur beschäftigt. Und genauso geht es uns, wenn wir uns mit der Vielfalt und dem Reichtum der Pflanzenwelt beschäftigen. Überall Schönheit, Ordnung, Struktur. Und genauso, wenn wir uns mit der Tierwelt beschäftigen. Und zwar mit den Tieren auf dem Land, mit den Tieren in der Erde, mit den Tieren im Wasser, mit den Tieren in der Luft. Überall. Aber wenn wir diese Schönheit einerseits sehen, die uns auch gut tut, wenn man sich damit beschäftigt, nicht wahr? Dann kommt doch eben wieder diese Frage, diese nagende Frage auf, warum gibt es Krankheit und Tod? Es ist doch wie ein Fremdkörper in diesem wunderbaren Universum. Und das beschäftigt viele Leute. Ich habe gerade heute von einem Wissenschaftler gelesen, der das ausdrückt, alles ist so schön, aber das mit diesen Dingen, die eben Leid und Tod bringen, das geht nicht zusammen. Es kann keinen Gott geben. Mit Evolution, zufällige Evolution, dann kann man das verstehen, diesen Widerspruch. Aber wenn man Gott mit hineinnimmt, das passt nicht. Nun, genau damit wollen wir uns beschäftigen. Und wir wollen gerade von der Bibel her uns die Frage stellen, weshalb gibt es tödliche Viren? Und das Problem von lebensbedrohenden Bakterien. Ja, jetzt hat uns ein Jahr besonders ein Virus beschäftigt, aber wir könnten auch über die schlimmen Bakterien sprechen. Was wissen wir von der Wissenschaft her über ihren Ursprung? Und was können wir aus der Bibel entnehmen zu diesen Fragen? Und wirklich, die Bibel gibt uns Antwort auf alle Fragen, die uns bewegen und auf die Gott uns eine Antwort geben will. Aber bevor wir uns da richtig tief ins Thema hineinbegeben können, biblisch, müssen wir doch ein paar grundlegende Fragen beantworten. Und ich entschuldige mich bei allen, die das ja schon längst wissen. Aber es geht einfach darum, wir müssen alle auf dem gleichen Stand sein, und dazu reicht eigentlich die Volksschule, und dann gehen wir weiter. Aber eben, man muss wissen, was sind Bakterien? Hier sehen wir eine Bakterie. Das sind die winzigsten, die kleinsten Lebewesen, die es gibt. Also so klein, dass wir eben normalerweise auf Mikroskope angewiesen sind, um da etwas klar sehen zu können. Und wir sehen, es ist eigentlich eine verborgene Welt. Für das normale menschliche Auge entzogen. Eine unsichtbare Welt. Und es gibt ja Leute, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Ja gut, dann entgeht ihnen die Welt der Bakterien und auch die Welt der
Viren natürlich. Das sind also, die Bakterien sind also die winzigsten Lebewesen, die es gibt. Sie bestehen aus einer Zelle. Darum sind sie Einzeller. Sie sind grundsätzlich so aufgebaut, in der Zelle drin gibt es den Zellkern mit dem DNA-Molekül. Hier. Und das ist etwas ganz Fantastisches. Das DNA-Molekül ist ein Riesenmolekül. Also ein Molekül ist eine Zusammensetzung von Atomen, aber nicht nur einfach eine Zusammensetzung wie zum Beispiel Wasser, das besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff zusammengesetzt, aber das sind riesenlange Ketten. Und da wechseln sich verschiedene Moleküle, die miteinander verhängt sind, immer wieder ab. Und die kann man eigentlich interpretieren als vier Buchstaben. Im Sinn von A, B, C, D. Und damit ist aufgeschrieben in jedem Einzeller, in jedem Bakterium, wie man dieses Bakterium bauen muss. Nicht wahr? Auch wir Menschen in unseren Körperzellen haben in jeder Körperzelle haben wir auch im Zellkern die DNA und da ist aufgeschrieben bei mir, wie man mich bauen muss und bei Ihnen, wie man Sie bauen muss. Also fantastisch, der ganze Bauplan ist da drin. Und jetzt in der Zelle wird das abgelesen und dann kopiert, umgesetzt. Und da kann die Zelle sich dann teilen. Und es entsteht eine Kopie der Zelle. Aber jetzt schauen wir uns an, was sind Viren? Das ist jetzt ein Virus. Die sind je nach Art bis zu 100 Mal kleiner als Bakterien. Und die können sich selber nicht kopieren. Es sind effektiv keine Lebewesen. Diese Viren brauchen Zellen, damit sie kopiert werden können. Darum brauchen die immer eine Zelle, das nennt man eine Wirtszelle. Da müssen sie hinein und die können die Zelle dann umprogrammieren, dass sie anstatt sich selber zu kopieren, eben jetzt die Arbeit übernimmt, das Virus zu kopieren. Ja, und so sind das eigentlich, kann man sagen, kleine Computerprogramme, die eben lebendige Zellen brauchen. Aber ein Computerprogramm ist ja nicht etwas Lebendes, ja? Irgendein Microsoft Word-Programm ist auch kein Lebewesen. Und ein Microsoft Word-Programm, das nützt nichts, wenn man nicht einen Computer hat, ja? Das muss auf einem Computer laufen. Und so ist das eben mit den Viren, die brauchen eben die Zelle. Und die Zelle ist eben nicht nur einfach der Bauplan im Zellkern, sondern da sind ganz viele Maschinen und Abteilungen in der Zelle. Man kann sagen, das ist eine riesige Fabrik. Können Sie sich das vorstellen wie eine riesige Stadt, die eine Fabrik ist? Da wird das gemacht, da. Und alles arbeitet zusammen. Ich war früh im 19. Jahrhundert, als Charles Darwin, der Vater der Evolutionslehre, lebte, da war man allgemein der Meinung, eben Zellen sind ganz primitive, kleine Klümpchen. Ja? Und man hatte keine Ahnung, was man heute darüber weiß. Das ist etwas Primitives, gibt es gar nicht bei den Lebewesen. Die sind hochkomplex. Und man entdeckt jetzt im Moment ständig noch neue Dinge. Von einer Überraschung geht man zur anderen. Nun, da haben manche Evolutionisten gesagt, die Viren, das sind wahrscheinlich Vorstufen von Zellen. Also bevor das Leben zufällig begonnen habe, vor ein paar Milliarden Jahren, hätten sich eben zuerst Viren entwickelt. Aber ich muss betonen, das sagen nur einige Evolutionisten, bei weitem nicht alle. Aber man hat ja so den Eindruck, weil wenn man so in populären Büchern und Zeitschriften liest, hört man das sehr oft. Aber die meisten Evolutionisten wissen ja auch, dass das geht ja gar nicht. Weil die Viren brauchen ja, um weiterzukommen, brauchen sie Zellen.
Also, es funktioniert gar nicht. Eine Welt mit Viren ohne Zellen, das geht gar nicht. Also, die Zelle brauchte es zuerst. Und erst dann können Viren eben überhaupt funktionieren. Und überhaupt, wie sollte ein Virus je einfach so in der Natur entstanden sein? Denn auch diese Computerprogramme, obwohl sie natürlich viel kleiner sind als Zellen, im Normalfall, es gibt ja auch da verschiedene Viren, aber eben normalerweise viel kleiner, aber bestehen die doch eben in ihrem Erbgut aus langen Molekularketten. Und sprechen Sie mal mit einem Chemiker, mit ihm ganz allein, irgendein Chemiker, ob der jetzt ein Christ ist oder nicht Christ, spielt gar keine Rolle. Und fragen Sie ihn, wie ist das mit diesen riesigen Ketten? Können die in der Natur irgendwie so entstehen? Sagt er, nein, das geht überhaupt nicht. Ja, wieso nicht? Ja, es gibt in der Chemie ein Gesetz, das ist das Massenwirkungsgesetz, und das macht klar, dass lange Ketten, sobald diese Moleküle sich beginnen zu bilden, dann gibt es als Nebenprodukt kettenabbrechende Produkte und die Kette wird wieder zerrissen. Sie kann sich gar nicht entwickeln. Es geht einfach gar nicht. Also eben, ein Virus braucht eine fertige Zelle, diese ganze Fabrik. Dann geht's. Dort können Riesenmoleküle produziert werden. Aber da braucht es eben ein Computerprogramm und auch die ganze Fabrik dazu. Also die Fabrikstadt, muss ich sagen. Also diese Idee von einer Evolution, da von Urknall her und dann weiter bis zur Entstehung der Erde und dann zur Entstehung des Lebens. Es hat gerade bei der Entstehung des Lebens schon von Anfang an ein Problem. Diese Ketten können gar nicht einfach so in der Natur entstehen. Das hat Bruno Vollmert, der im 20. Jahrhundert galt als einer der ganz großen Spezialisten für Riesenmoleküle, hat das in seinem Buch Das Molekül und das Leben wunderbar dargelegt. Vor Jahrzehnten schon. Es ist unmöglich, es geht einfach nicht. Und jetzt sind wir ein paar Jahrzehnte nach Bruno Vollmert und müssen sagen, es ist immer noch so. Der neueste Stand ist immer noch so, es funktioniert nicht. Also weder Zellen noch Viren könnten einfach so entstehen. Und darum, es braucht einfach einen Schöpfer. Jemand, der plant. Genauso wie bei Microsoft ging das auch nicht so, dass das irgendwie so zufällig entstanden ist, was die an Programmen anzubieten haben. Und alle anderen, die heute auch Programme schreiben. Es gibt ja nicht nur Microsoft. Aber eben, es braucht wirklich kluge Köpfe. Und die müssen das planen. Und nur so geht es. Aber da braucht es eben eine unendlich viel höhere Intelligenz. Darum, bei diesem ganzen Thema Viren, Bakterien, warum gibt es sie, warum gibt es Leid, da spielt Gott eine ganz grundlegende Rolle. Nun ist es so, ein Virus dockt sich an eine Zelle an und programmiert die Zelle um, sodass die Zelle beginnt, Viren zu produzieren, anstatt sich selber. Also das ist Gentechnologie. Und das passiert übrigens ständig, nicht wahr? Wenn wir ein Erkältungsvirus erwischen oder einen Grippevirus oder was auch immer, ja, dann geht dieses Computerprogramm rein in die Zellen und unsere Zellen werden umprogrammiert. Also Gentechnologie, das ist etwas, was tagtäglich im Prinzip abläuft. Also, und bei manchen Viren, nicht bei allen, ist es dann auch so, die Zelle produziert die Viren, bis sie schließlich selber kaputt geht. Und dann gehen die Viren raus und suchen sich neue Zellen. Ja? Und die werden dann wieder kopiert und die Zellen gehen kaputt. Aber das ist nicht bei allen Viren so. Also man kann sagen, nochmals, Viren sind
Computerprogramme und die brauchen einen PC. Das wäre jetzt im Vergleich eben die Zelle. Und nun, wie viele Viren gibt es eigentlich? Muss ich im Klaren sein? So im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert hat man überhaupt die Entdeckung gemacht, dass es Viren gibt. Von Bakterien, weil die eben größer sind, wusste man schon vorher. Aber da hat man die Viren entdeckt. Und die Fortschritte sind jetzt sehr enorm und ganz besonders in den vergangenen Jahrzehnten. Und heute kennt man Tausende von Virenarten. Aber man ist sich klar, das ist ein Thema, wo man effektiv am Anfang steht heute. Denn wir haben Hinweise, dass es noch viel, viel, viel mehr Viren geben muss, die man einfach noch nicht kennt. Man müsste nur alle, zum Beispiel alle Tierarten systematisch untersuchen, welche Viren sich darin finden. Und alle Pflanzenarten. Und dann würden Tausende von neuen Viren dazukommen. Also da gibt es wirklich was zu entdecken. Mit Sicherheit. Und nun, Bakterien, die können ja auch Krankheiten verursachen. Und zwar gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie sie das bewerkstelligen. Sie können Giftstoffe produzieren oder überhaupt ihre Stoffwechselprodukte. Vor kurzem musste ich jemandem erklären, was sind Stoffwechselprodukte. Ich habe es einfach so gesagt, das ist das, zum Beispiel bei uns, wenn wir auf die Toilette gehen. Ja, oder? Wir essen feine Sachen und dann wird das, ja, ihr wisst, wie das geht, der ganze Verlauf und ganz kompliziert. Und am Schluss wird das, was man eben als Abfall nicht mehr braucht, wird ausgeschieden. Und man kann das so vergleichen. Die Bakterien, die müssen sich auch ernähren und was sie nicht brauchen, das können sie dann auch wieder ausscheiden. Aber das kann eben giftig sein, wenn wir solche Bakterien erwischen. Also Giftstoffe, die so ausgeschieden werden oder überhaupt Giftstoffe, die produziert werden. Und dann eine zweite Art ist, es gibt Bakterien, die können andere Bakterien auffressen. Ja, einfach verzehren. Und eine dritte Möglichkeit ist, gewisse Bakterien können eine ganz, ganz starke Immunreaktion im Körper auslösen. Und die dann eben so stark ist, dass das für uns danach gar nicht mehr gut ist. Ja, und hier auf dem Bild sehen wir Salmonellen. Die kann man kriegen, eben wenn das Essen ein bisschen zu alt ist, ja, abgelaufen und man denkt, das macht doch nichts, kann man doch trotzdem noch brauchen. Oder man öffnet am Morgen ein Ei und es riecht ein bisschen, ja, macht doch nichts, ist ja schade, das wegzuwerfen, ja. Und vielleicht sind da Salmonellen drin und wenn es gut geht, gibt das einen schlimmen Durchfall, aber es könnte noch schlimmer werden. Ja, eine richtig schlimme Lebensmittelvergiftung. Ja, also diese Viren, diese Bakterien und wie die funktionieren, und da muss man sich schon fragen eben, ja, hat Gott das erschaffen und warum hat er das erschaffen und wie kann man das mit einem Gott der Liebe in Verbindung bringen? Nun aber möchte ich noch von den Viren und Bakterien als Einzeller nochmals zurückkommen auf uns Menschen. Ich habe gesagt, wir bestehen auch aus Zellen, unser Körper. Und zwar gehen wir mal aus von einem Mann oder von einer Frau, 70 Kilo schwer, 1,70 Meter. Da können wir annehmen, da besteht der Körper aus ca. 30 Billionen Zellen. Fantastisch, also das ist eine 3 mit 13 Nullen. Und in jeder Zelle steht bei mir eben, wie man einen Menschen bauen muss, im Zellkern. Und bei jedem Krokodil, dort steht im Zellkern, wie man ein Krokodil bauen muss. Und bei einer Karotte, da steht, oder die Schweizer sagen Rübli, da ist die Information drin, wie man diese Pflanze
von denen wir uns dann ernähren, über die Karotten, gebaut werden muss. Der Bauplan. Und es ist so, ich habe ja erklärt, eigentlich ist das eine Schrift, diese vier Moleküle, die wie Buchstaben wirken, die haben in unserem Körper bilden eine Anzahl von 3 Milliarden Buchstaben. Also wenn man das in Buchform aufschreiben würde, ja, das gäbe eine Bibliothek mit 5000 Büchern. Aber das, und das in jeder Zelle, mal 30 Billionen, ja? Also wir sind wandelnde Bibliotheken. Aber Krokodile auch. Und Karotten auch. Und eben auch Einzeller sind so Bibliotheken. Nur bei uns ist das Molekül eben, das DNA-Molekül, wirklich sensationell groß. Also 1 Meter lang. Und man muss sich das so vorstellen, 4 Buchstaben. Zum Beispiel beim Morsen, da braucht man also Punkt, Strich, ja, und dann auch eben der Unterbruch, ja, das sind eigentlich 3 Zeichen, kann man sagen. Aber damit kann man alles sagen, was man will. Und der Schöpfer hat offensichtlich eine Schrift gewählt, um den Bauplan aufzuschreiben, nicht mit 3 Buchstaben, sondern mit 4. Natürlich wäre es auch möglich gewesen mit 5, aber in der Zwischenzeit hat man auch berechnet, welche Form, mit welchem Code braucht man, bei welcher Form braucht man am wenigsten Platz, um am meisten Informationen weiterzugeben. Und heraus kam, das Optimum ist bei 4. Das ist einfach sensationell. Überall muss man staunen. Ja, staunen. Aber eben, warum gibt es dann diese tödlichen Viren und diese tödlichen Bakterien? Ja, wir kommen drauf. Nun, es ist eben so, Viren und Bakterien können Krankheiten verursachen. Hier in der Illustration sehen wir 6 Beispiele von 5 Viren und einem Bakterium. Und wir sehen da, wie es in eine Zelle hineindringt und dann eben die Zelle umprogrammiert und dieses Werk der Krankheit bewirkt. Ganz unterschiedliche Viren, aber alle müssen eben so einen Weg finden, um andocken und hineingehen und dann etwas verändern. Zum Beispiel hier Nummer 1 im Plan, da unten. Sieht man das? 1 hier. Das ist ein Virus, das eine Krankheit auslöst. Genauso wie das Nummer 6, Simian-Virus. Das ist eigentlich eine Krankheit im Tierreich. Aber sie kann auch zu den Menschen übergreifen. Und dann unter 2 haben wir HIV. Das ist das Virus, das AIDS auslöst. Und dann Nummer 3, das ist das Virus, das Pocken bewirkt. Diese schreckliche Krankheit, die im 20. Jahrhundert schätzungsweise eine 500 Millionen Menschen getötet hat. Und schließlich hat man diese Krankheit aber ausrotten können mit der Pockenimpfung. Die war ja nicht ganz ohne. Also wer sich da impfen ließ, der wusste, das ist schon ein Risiko. Aber wenn man denkt, 500 Millionen Menschen sind gestorben. Und dann haben wir noch das Herpesvirus, dann eben ein Bakterium hier. Und 6 habe ich schon erklärt. Ja, einfach so als Beispiele. Aber nun hat man eben besonders in den letzten 10 Jahren, oder 10 bis 20 Jahren, hat man enorme Fortschritte gemacht auf diesem Gebiet. Und ein dieser Fortschritte ist der, man hat festgestellt, es gibt
Tausende von Viren und praktisch alle sind für Menschen, Tiere, Pflanzen harmlos. Sind gar kein Problem. Also sagen wir doch mal so, 99% ist gar kein Problem. Nur 1%. Also das ist schon mal eine Riesenüberraschung. Was ist denn mit diesen 99%? Die sind auf jeden Fall harmlos. Und jetzt wurde es noch besser. Ein nächster Schritt ist, dass man festgestellt hat, die sind sogar nützlich. Wie? Ich meine, wenn ich denke, wie ich als Kind aufgewachsen bin und als Kind bekommt man von zu Hause Instruktionen, wie das ist. Man muss sich Hände waschen und so. Und das, als Jungs hat man das nicht so gerne gemacht. Aber man muss sich Hände waschen, man muss sich auch duschen und so weiter. Das ist wichtig, dass man nicht krank wird wegen Viren und Bakterien. Aber wir sind so aufgewachsen in der Meinung, Viren sind böse Feinde. Bakterien sind böse Feinde. Und jetzt plötzlich diese Entdeckung. Die meisten sind gar keine Feinde. Und sogar, die sind Freunde. Wie? Ja, man muss sich das nur mal vorstellen. Der Mensch besteht, wie gesagt, aus etwa 30 Billionen Zellen. Aber wir haben in unserem Körper etwa 39 Billionen Viren. Das ist also eine ziemlich neue Abschätzung. Man hat das früher deutlich überschätzt, aber es hat da eine größere Untersuchung gegeben, die das so ein bisschen zurechtgerückt hat. Aber eben, wir haben mehr Viren als eigene Körperzellen. Und das sind alles Feinde. Ja, werden noch sehen. Auf jeden Fall wird klar, es gibt also ein normales Zusammenleben mit Viren. Wir leben mit Viren. Und wenn man alle Viren einfach die kann man ja nicht umbringen, weil sie kein Lebewesen sind. Aber man kann sie inaktivieren. Und wir wissen wie. Da haben wir genug gehört. Ein Jahr lang. Aber wie ist das mit den Bakterien? Ja, das ist eben auch so, dass in der gleichen Größenordnung wird das abgeschätzt, dass wir etwa 39 Billionen Bakterien im Körper haben. Das ist ja unglaublich. Mehr als wir Zellen haben. Und all diese Bakterien in meinem Körper, die machen zusammen ein Gewicht aus von Schätzung. Also wenn ich hier alle Bakterien abgeben könnte und ausscheiden, wie viel leichter wäre ich? 2 Kilo. Das ist exakt. Also es gibt Leute, die schätzen und treffen das sofort. 2 Kilo? Das hat mir meine Frau gesagt. Ja, du hast eine gute Frau. Aber ist doch unerhört, da käme keiner auf die Idee. Und wie gesagt, diese 39 Billionen, das ist so eine Schätzung. Man muss nur einmal auf die Toilette und die Zahl ist schon deutlich verändert wieder. Ja, aber dann wird wieder nachgearbeitet. Ja, aber eben, zuerst mal die große Überraschung, Viren und Bakterien sind nicht einfach an sich Feinde, sondern wenigstens mal harmlos. Aber jetzt sehen wir sogar nützlich. Es gibt eine ganz andere Sicht auf diese Welt der kleinen Dinge. Und wenn es geht um die Nützlichkeit von Bakterien, müssen wir denken, wo haben wir die meisten Bakterien? Auf der Haut, überall. Und wir haben sie im Mund, in den Schleimhäuten, in der Nase und natürlich im ganzen Magen-Darm. Und dort ganz besonders. Und heute ist es ja eigentlich auch wieder allgemein gut. Eigentlich weiß doch jeder, dass wie Bakterien gesund sein können.
Dann gibt es Leute, die gehen zu Coop und, oder Migros oder Aldi und die kaufen sich da so kleine Drinks, ja? So joghurtartige Drinks mit Bakterien, um noch gesünder zu werden. Ja, nicht unbedingt, wenn man krank ist, aber wenn man gesund ist und möchte noch gesünder werden. Und zwar, weil man weiß, wie gerade im Zusammenhang mit der ganzen Verdauung, diese Bakterien spielen eine ganz wichtige Rolle. Und es ist nämlich so, die guten Bakterien, die haben je nachdem Eigenschaften, uns vor krankmachenden Keimen zu schützen. Auch auf der Haut. Und zwar nur schon mal durch die Tatsache, dass sie einfach das Futter, das da herumliegt, auffressen und den bösen Bakterien wegfressen. Dann haben die nichts mehr. Dann gibt es Hungersnot. Ja, also im Extremfall. Und dann weiter, eben ist das Allgemeingut heute, Bakterien helfen im Darm, um Nahrungsstoffe zu verdauen. Also wir könnten gar nicht leben ohne Bakterien. Die brauchen wir, das sind unsere Mitarbeiter. Und was sagen wir dann, wenn wir erfahren, dass es Bakterien gibt, die Vitamine produzieren? Wow, gratis. Die sind so teuer, bei Burgstein und so, ja. Aber das wird so produziert. Und jetzt geht das noch weiter. Also fast nicht zu glauben, man muss sich schon ein bisschen halten. Die haben sogar einen Einfluss auf das Gemüt. Und zwar, das ist ja auch so ein Fortschritt der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, dass man gemerkt hat, dass nicht nur die Zellen da oben, die Nervenzellen, dass die so wichtig sind für den Menschen, für das Denken und so weiter und Fühlen und Wahrnehmen, sondern dass da unten auch wichtig ist. Die kleinen Kinder, die hatten schon recht, wenn die sagen, ich habe Bauchweh. Es gibt keinen Grund, warum die Bauchweh haben, aber es braucht nur irgendetwas und schon haben die Bauchweh, ja? Was ist denn da los? Und noch schwieriger ist es, dann drückt der Arzt, hier macht es weh, ja, da auch. Man macht einfach überall weh. Man findet einfach nicht heraus, was wirklich der Grund ist. Aber eben, das, was man da in dieser Vielzahl von Nerven in diesem Bereich eben erlebt und durchmacht, das hat einen direkten Draht auch da oben. Also es gibt eine Kommunikation zwischen dem, was da unten geschieht und was da oben geschieht und unsere Darmflora. Je nachdem, wie die Zusammensetzung ist, hat einen Einfluss auf das, wie man sich auch so gemütsmäßig fühlt. Das ist fantastisch. Also, je nachdem kann man auch dort mal ansetzen. Ja? Aber da muss natürlich jemand wirklich draus kommen. Und dann Nützlichkeit von Viren. Ach, das ist eine relativ neuere Erkenntnis. Und zwar spielen die eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Anzahl und der Arten von Bakterien im Organismus. Wenn es die Viren nicht gäbe, die kontrollieren und das regulieren, dann würden sich gewisse Bakterienarten einfach vermehren, wild, sodass es effektiv für uns dann schädlich wäre. Gesunde Bakterien könnten schädlich werden oder sogar katastrophal. Und unsere lieben Viren helfen uns dabei. Das ist fantastisch, das zu sehen. Und sie halten offensichtlich auch die Darmschleimhaut in Alarmbereitschaft, um das Immunsystem zu aktivieren. Also die haben eine Aufgabe, die haben einen Sinn, die haben eine Bedeutung. Das ist nicht einfach so etwas, was nicht nötig wäre in dieser Welt. Und es geht noch weiter. In der Zwischenzeit hat man auch festgestellt, Bakterien haben ja die Eigenschaft, dass sie gewisse Erbinformationen anderen Bakterien weitergeben können. Das können wir nicht, ja? Ja, unseren Kindern, ja, da haben wir einiges weitergegeben.
Ich so 50% und meine Frau 50% und dann hat das unsere Kinder gegeben. Also wenigstens körperlich. Aber es ist so, dass Bakterien, die können so austauschen. Und wenn zum Beispiel ein Bakterium angegriffen ist durch Antibiotikum, ja, das ist biologischer Kampfstoff. Und dann kann das sein, dass andere Bakterien, die einen Schutz gegen das Antibiotikum haben, das transferieren können. Das, was sie als Erbinformation wissen müssen. Und plötzlich können die sich schützen und werden resistent. Das ist dann natürlich für uns nicht gerade positiv. Aber das ist eben so, auch im Positiven können die so Transfer machen. Und das darf man ja nicht verwechseln, das hat nichts zu tun mit Mutation. Ich meine, die Evolutionslehre spielt Mutation, also zufällige Änderung des Erbgutes, eine große Rolle. Einfach zufällig. Aber das ist etwas ganz anderes. Das ist Transfer. Und bei der Weitergabe von Erbgut von Bakterien zu anderen Bakterien spielen auch die Viren eine Rolle. Das ist sensationell. Also was da abgeht, das hätte man wirklich eben damals, als man die ersten Viren entdeckt hatte, nie sich denken können. Aber je mehr man in die Natur hineingeht, desto mehr sieht man Planung und Ordnung. Aber jetzt wollen wir das Thema anschauen im Licht der Bibel. Und das Thema Viren und Bakterien spielt ja in der Bibel schon von den ersten Bibelbüchern an eine wichtige Rolle. Nicht wahr? Gott hat seinem Volk Israel das Gesetz gegeben, die 5 Bücher Mose. Und da stand zum Beispiel in 4. Mose 19, wenn man einen Toten berührt hatte, dann war man unrein und sollte sich von den übrigen absondern und die nicht berühren, aber musste sich vollständig im Wasser baden und reinigen. Und das ist ja das Schlimme, das hat man in Europa über lange Zeit nicht beachtet. Und gerade die Universitätsspitäler waren die schlimmsten. Dort sind ja so viele Frauen, die zum Gebären gekommen sind, gestorben. Und die allermeisten bei den fortschrittlichsten Universitäten, den Unispitälern. Warum? Ja, weil dort die Ärzte eben geforscht haben mit Leichen. Und wenn dann eine Frau kam auf die Gebärabteilung, dann sind sie vom Leichensaal rüber, aber ohne Hände waschen und haben ihre Hilfe verrichtet und die Frau ist nachher in so vielen Fällen gestorben. Ja, und eben durch diese giftigen Bakterien an den Leichen. Und die Bibel warnt, das geht gar nicht. Und darum ist es ja interessant, wer hat das Händewaschen in der Medizin eingeführt, so richtig versucht, das einzuführen, das war der arme Dr. Semmelweis. Semmelweis, ein jüdischer Name, ja? Und er hat gesagt, meine Studenten, die waschen sich die Hände, das geht gar nicht, bevor da eine Entbindung vorgenommen wird. Und dann gingen die Todeszahlen runter. Aber der Semmelweis wurde ausgelacht. Und bis dann ein späterer Arzt das dann systematisch eingeführt hat. Aber die Bibel hat es schon längst gelehrt. Oder denken wir an 3. Mose 16. Dort werden auch verschiedene weitere Dinge erwähnt, wie man auf Körperhygiene achten musste und sich in den Ritualbädern, den jüdischen Ritualbädern, reinigen musste. Und das wird dort in 3. Mose 16 ganz ausführlich beschrieben. Und zum Beispiel im Mittelalter, als der Schwarze Tod ausbrach im 15. Jahrhundert, was sage ich, im 14. Jahrhundert, da ist ein Drittel von Europa gestorben. Aber bei den Juden sah man am wenigsten Todesfälle. Und dann kam dann diese Idee auf, natürlich die Juden. Immer wenn es Probleme gibt, sind es die Juden. Und dann haben wir gesagt, die Juden haben die Brunnen vergiftet. Und es hat eine furchtbare Judenverfolgung gegeben. Das kam nicht erst mit den Nazis. Judenhass geht durch die ganze Geschichte hindurch. Aber warum haben die besten Zahlen gehabt? Weil sie eben diese Ritualbäder auch in Europa eben noch nach der Bibel durchgeführt haben. Und in 3. Mose 11, da wird genau erklärt, wenn in ein Gefäß mit Flüssigkeit ein totes Tier reinfällt, eine tote Maus,
dann musste man das Gefäß zerstören, durfte es nicht mehr gebrauchen. Man kann sagen, aber schade, so ein Tongefäß. Schade, eine tote Maus enthält ganz giftige Bakterien. Und diese Bakterien über die Flüssigkeit gehen in die Poren des Tongefäßes hinein. Und man kann das Tongefäß scheuern, wie man will, die Bakterien bleiben drin. Und die Bibel sagt, zerstören. Aber in 3. Mose 6 sagt die Bibel, wenn das Gefäß ein Metallgefäß ist, dann darf man es scheuern und wiederverwenden. Ja, warum? Ja, weil bei Metall, da können diese giftigen Bakterien nicht in die Wände eindringen und sich so festsetzen. Und so gibt die Bibel ganz viele Beispiele, wie man eben das Leben schützen kann durch Hygiene. Und in 3. Mose 13 und 14, da geht es um die Diagnose von Lepra. Und da wird erklärt, wenn jemand unter Verdacht stand, Lepra zu haben, aber es war nicht klar, dann musste man ihn 7 Tage einsperren. Was ist das? Quarantäne. Oder in Deutschland sagt man Absonderung. Ja, und dann, nach 7 Tagen, war immer noch nicht klar, nochmals 7 Tage einsperren. Quarantäne ist ein biblisches Prinzip. Und dann, wenn aber klar wurde, das ist Lepra, dann musste der Kranke abgesondert werden von der Gemeinschaft, soziale Distanz. Außerhalb des Lagers, außerhalb der Stadt bedeutet das, bei den Städten mit Mauern musste er dort wohnen. Und wenn Leute in die Nähe kamen, musste er von weit her rufen, um sie zu warnen, dass sie nicht zu nahe herankommen, damit nicht eine Übertragung entsteht. Und es heißt sogar, er muss auch einen Schutz auf Nase und Mund tun. Ja. Um Leute zu schützen. Ja, ist ein biblisches Prinzip für Krankheitsschutz. Gestern habe ich in Deutschland mit jemandem gesprochen, der hat mir gesagt, letztes Jahr wurde ich einfach nicht krank. Also offensichtlich einer, der ständig krank wurde. Aber die Maske hat ihn auch eben von anderen Krankheitserregern geschützt. Und er sagt, das war so gut, ich war so gesund wie noch nie. Schön. Ja, also Viren im Licht der Bibel. Die Bibel hat über diese unsichtbare Welt der Bakterien und Viren eben insofern Verhaltensanweisungen gegeben, um da richtig zu leben. Und darum sagt die Bibel immer wieder in den 5 Büchern Mose, wenn man diese Gebote als Israelit einhielt, da konnte man das Leben auf Erden verlängern. Das wird so gesagt. Durch Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Ja, das war so eine Vorsorge speziell für das Volk Israel. Aber wir wollen dem Thema noch weiter auf die Spur gehen. Und wir können schon mal jetzt festhalten, also die Erkenntnis, es gibt so viele gute Viren und gute Bakterien, das macht klar, dass sie Teil von Gottes guter Schöpfung sind. In 1. Mose 1 haben wir einen Schöpfungsbericht. Und da wird erklärt, wie Gott alles gemacht hat. Gott hätte alles in einem Moment machen können. Aber es wird erklärt über 6 Tage. Und dann am 7. Tag hat Gott gestoppt. Schabbat heißt nämlich im Hebräischen stoppen, aufhören. Der Schabbat, der 7. Tag, war der Tag, wo Gott nicht mehr neu erschaffen hat. Und dass Gott das verteilt hat über 6 Tage, hat eine tiefere Bedeutung. Denn in jedem Schöpfungstag findet man eben tiefe göttliche Belehrungen für uns Menschen. Und nun, dort im Schöpfungsbericht wird 7-mal gesagt, wenn Gott etwas gemacht hat und Gott hat gesehen, es war gut. Und das 7. Mal heißt es sogar sehr gut. Das war übrigens nach der Erschaffung der Frau. Dann war die Welt sehr gut. Das müssen die Frauen wissen. Wenn sie nicht da wären, wir wären nicht in einer sehr guten Welt. Ja, also, muss unbedingt gesagt werden. Und wiederholt werden, weil Frauen sind in dieser Hinsicht vergesslich. Ja, hier sehen wir nun ein Mimi,
Virus. Und da hat sich herausgestellt, da handelt es sich um ein degeneriertes Virus. Also eines, das durch Fehler, durch Verschlechterung des Erbgutes so geworden ist, wie es ist. Es handelt sich hier übrigens um ein Riesenvirus. Das Erbgut ist fast so groß wie bei Bakterien. Und stammt, wie man in der Zwischenzeit herausgefunden hat, wahrscheinlich von harmlosen Bodenbakterien ab. Aber es ist enorm degeneriert. Und jetzt kann es nur noch als Parasit leben mit einer Wirtszelle. Also so wie Viren. Eine degenerierte Zelle, die eine Art Virus geworden ist und jetzt auch andere Zellen braucht, um zu existieren. Sie verursachen möglicherweise eine Lungenentzündung. Und jetzt sind Dutzende von solchen degenerierten Viren bekannt. Also da können wir sagen, die gehören nicht zu Gottes guter Schöpfung, als alles noch sehr gut war, sondern in der Folge gab es eine Verschlechterung. Aber das haben wir ja bei uns auch. Ich meine, wir sind ja alle degeneriert. Und ja, darum, wenn zum Beispiel jemand seine Cousine heiraten will, das geht ja nach Schweizer Gesetz. Und übrigens, dieser Verwandtschaftsgrad ist auch nach der Bibel erlaubt. Die Bibel sagt ganz genau, welche Verwandtschaftsgrade ein No-Go sind. Ja? Die Bibel verurteilt Inzest. In unserer Gesellschaft heute wird diskutiert über Inzest. Die Bibel ist ganz klar, wo die Linien sind. Aber jetzt eben, jemand will seine Cousine heiraten und da empfehlen doch Ärzte, man soll eine Abklärung machen genetisch. Weil das Erbgut ist bei der Cousine natürlich ziemlich ähnlich und die Fehler, die Schäden, die wir alle tragen im Lauf der Geschichte, hat sich unser Erbgut durch Strahlung, durch Chemikalien und so weiter, hat es da kleine Veränderungen gegeben, eben Mutationen, Schäden. Und wenn die eben sich heiraten, dann ist die Möglichkeit, dass die Kinder einen sichtbaren Schaden haben, weil die Schäden sich verdoppeln, ist deutlich größer. Und darum ist es gut, wenn man da eine Abklärung macht, wie das mit dem Erbgut aussieht. Also wir sind alle ein bisschen geschädigt. Aber wir leben damit, ja? Und diese Mimiviren, die sind jetzt wirklich sehr geschädigt. Hier sehen wir ein Virus, ziemlich bekannt. Kein Freund, ein Feind. Ja, Corona gehört zu den RNA, sogenannten RNA-Viren. Das sind Viren, die sind natürlich ganz klein im Vergleich zu Mimiviren. Nur wenige Gene. Gewöhnlich weniger als ein Dutzend. Und dazu gehört übrigens auch das Influenza-Virus, also das Grippe auslöst, HIV-Virus, das AIDS bewirkt. Und ja, also da geht man davon aus, dass das sehr wahrscheinlich einen Ursprung hat im Erbgut von gewissen Tieren, die so entstanden sind. Das ist die Auffassung von manchen. Weil man natürlich zum Beispiel das Coronavirus bei Fledermäusen findet und auch bei Gürteltieren. Wobei das Gürteltier, das ist angesteckt worden, nein, nicht das Gürteltier, das, ja, das Schuppentier, ja, das ist ein ganz komisches Säugetier, das einzige, das so Schuppen hat, ja, aber das ist angesteckt worden über die Fledermäuse. Also, lassen wir das mal noch offen, jetzt, woher die kommen. Auf jeden Fall, die Feststellung der neueren Forschung hat gezeigt, im Erbgut des Menschen gibt es etwa 8%
kann man sagen, Programmierung, die Viren entspricht. Unglaublich. Im Erbgut. Und zwar sehr viel. Und daraus wird eben gefolgert, dass besonders zum Beispiel Dr. Peter Broger, das ist ein Forscher, der an verschiedenen Universitäten gerade in diesen Bereichen geforscht hat, an der Uni Groningen in Holland, dann auch Basel, Zürich und noch anderswo. Und er kommt zum Schluss, dass eben RNA-Viren auf das Genom, also auf das Erbgut von Wirbeltieren zurückgeht. Evolutionisten sagen, diese Viren haben im Lauf der Evolution ständig Lebewesen angesteckt und sich dann eingebaut ins Erbgut. Und darum hätten wir quasi Informationen von 8%, die Retroviren entsprechen. Aber Peter Broger hat ganz interessante Argumente gebracht, um zu zeigen, dass es genau umgekehrt sein muss, dass die eben sich gelöst haben aus dem Erbgut. Und zum Beispiel ein überzeugendes Beispiel, das Rhus-Sarkoma-Virus, RSV, das geht offensichtlich auf das Erbgut des Vogels zurück. Also hat sich von dort her verselbstständigt. Nun, das Coronavirus, das ist ja etwas, was uns nicht erst heute beschäftigt, sondern gehen wir zurück ins Jahr 2003. Da wurde zum ersten Mal ein Coronavirus wirklich als Bedrohung gesehen, genannt SARS-CoV. SARS hatte damals eine Sterblichkeitsrate von 9%. Also fast jeder Zehnte ist gestorben. Und da hat man gesehen, das könnte eine ganz ernsthafte Gefahr für die westliche Gesellschaft werden. Aber glücklicherweise kam es anders. SARS-CoV war nicht so ansteckend wie befürchtet und innerhalb von wenigen Monaten war das Virus verschwunden. Es gab keine Pandemie. Aber da hat es manche gegeben, die haben Angst gehabt, das könnte eine Pandemie werden. Und wenn man sich überlegt, hätte man schon ab 2003 begonnen, einen Impfstoff gegen Coronaviren zu entwickeln, hätten wir jetzt nicht mehr das Problem, dass Leute sagen, ja, so kurz, ich bin kein Kaninchen. Das geht gar nicht. Mit mir macht man nicht Versuche. Aber eben, die sind nicht grundsätzlich alle gegen Impfung, aber die sagen, das ist alles so schnell gegangen. Aber hätte man 2003 begonnen, dann hätte das funktioniert. Aber man hat das jetzt eben nicht so gemacht. Und ja, im Nachhinein ist man eben gescheiter. Oder? Das geht uns doch allen so. Man denkt, ach, hätte ich doch damals. Ja, man kann nicht mehr zurück. Und dann, 2012, kam ein weiteres Coronavirus als Problem auf. Das war MERS-CoV. Und das hatte eine Sterblichkeitsrate von 30%. Jeder Dritte ein Toter. Oh, wäre das so gewesen im letzten Jahr, dann hätte es nicht diese Demonstration gegeben. Ja? Und da hätte keiner Probleme gehabt, auch wenn man nicht sicher ist, ob das wirklich etwas nützt. Ja, also, ich probiere es mal, ja? So hätten die Leute reagiert. Aber 30%, und das war also das bisher aggressivste Coronavirus, und dann ist das eben auch verschwunden und es hat keine Pandemie gegeben. Ja, und das ist schon sehr speziell. Jetzt kommt wieder so ein Coronavirus und die Welt hat gedacht, das gibt eine Katastrophe sondergleichen und jetzt müssen wir Lockdown. Ja? Und schließlich hat sich herausgestellt,
also ich sage es jetzt mal sehr politisch, weniger als 1%. Aber das hätte anders sein können. Und darum muss man auch verstehen, Leute in der Regierung, die wussten am Anfang von der Krise, von der Corona-Krise, die wussten ja nicht, was am Schluss rauskommt. Und wenn sie eben falsch gehandelt hätten, ja, was macht man mit denen? Wenn es zu einem Massensterben gekommen wäre, und das wäre ja im Prinzip möglich gewesen. Also, was ich sehe ist, wir müssen viel mehr für die Regierung beten, als die Regierung kritisieren. Die konnten ja auch nicht wissen. Natürlich, was dann im Lauf des Jahres gewesen ist, da kann man sagen, das war falsch und hätte man dort gehört und hätte man auf die richtigen Leute gehört, ja, am Schluss ist man immer gescheiter. Aber das muss man schon auch eben mit berücksichtigen. Und jetzt ist es so, dass die Bibel sagt in 1. Mose 1 und 2, dass Gottes Schöpfung eine vollkommene Schöpfung war. Aber 1. Mose 3 zeigt, es gab ganz am Anfang der Menschheit einen Bruch mit Gott. Und zwar unsere ersten Vorfahren, Adam und Eva. Ja, viele lachen darüber. Aber gerade die Genetik hat uns ja sehr geholfen. In meinem Vortrag, den man auch auf meinem Livestream Roger Liebe Live nachhören kann, Völkergene, Hautfarben, woher? Entscheidende Argumente gegen Rassismus. Dort zeige ich ja, dass man in der Genetik zeigen konnte, anhand der DNA über die Mutterlinie, dass effektiv die ganze heute lebende Menschheit zurückgeht auf eine Frau. Und zwar, wenn man rechnet, wie schnell sich dieser Abschnitt der DNA verändert durch Mutationen von Generation zu Generation, kann man zurückrechnen, dann muss unsere Mutter gelebt haben vor etwa 6000 Jahren. Das ist der Hammer. Das macht die ganze Evolutionslehre kaputt und das wurde veröffentlicht in Nature Genetics. Also wirklich ein angesehenes Organ. Unglaublich. Also das zeigt, wir wussten das schon immer. Natürlich geht die ganze Menschheit auf eine Frau zurück und auf der Y-Linie auf einen Mann. Und nun, die Bibel sagt, diese Voreltern waren in Gemeinschaft mit Gott, aber sie haben sich aufgelehnt gegen Gott. Es war nicht einfach das Essen von einer Frucht, sondern es war das Essen von einer Frucht, die Gott ganz klar verboten hatte. Und sie haben Gott zum Lügner gemacht. Sie haben gesagt, das stimmt nicht, was er sagt. Wir machen, was wir wollen. Das war Rebellion gegen den Schöpfer. Und dadurch, sagt uns 1. Mose 3, kam Krankheit und Tod als Fluch in diese Welt. Ich lese aus 1. Mose 3, Vers 14. Und der Herr Gott sprach zu der Schlange. Der Satan hatte ein Medium benutzt, eine Schlange missbraucht und durch sie gesprochen. Weil du dieses getan hast, sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Es ist wichtig, dass man das gut versteht. Manche Übersetzungen haben, du bist verflucht vor allem Vieh und vor allen Tieren. Aber der Ausdruck im Hebräischen, Arur und dann Me oder Min, das ist der Ausdruck, wie wir auf Hebräisch sagen, verfluchter als. Also mehr verflucht. Das heißt, es kam ein Fluch Gottes durch den Fall von Adam, der die Krone der Schöpfung war, kam ein Fluch über die ganze Erde, über das Tierreich, über das Pflanzenreich und auch über die Menschheit natürlich. Und das wird hier gesagt, die Schlange wurde verändert. Ich lese auch noch aus Römer 8, Vers 18, da schreibt der Apostel Paulus, denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Er macht klar, das Leiden jetzt ist zwar, kann schlimm sein, aber Gott hat einen wunderbaren Plan für die, die ihm folgen und an ihn glauben, einen Plan der Herrlichkeit.
Und die Leiden jetzt kann man gar nicht vergleichen mit dem, was kommen wird. Aber dann heißt es weiter, Vers 19, denn das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen worden. Das ist der Fluch, dass alles vergänglich wurde und eben zerfällt. Das ist zum Beispiel Degeneration. Also das Prinzip der Degeneration, des Zerfallens, des Vergehens, das wurde da eingeführt mit dem Sündenfall. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern dessentwegen, der sie unterworfen hat. Der Mensch, der sich gegen Gott aufgelehnt hat, ist schuld. Auf Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und in Geburtswehen liegt bis jetzt. Also wie gesagt, die Schöpfung ist eigentlich wie eine Frau, die vor der Geburt steht. Und die Wehen drücken, ja? Für Männer, die es nie erlebt haben, das ist so, man muss sich mal einen Gürtel rummachen und den immer wieder anziehen, ja? Stimmt das? Die Frauen, die es durchlebt haben. Ja, ich habe es nie mitgemacht, nur immer zugeschaut und natürlich unterstützt. Und das ist sehr wichtig, um die Schmerzen zu lindern. Und noch mehr. Stimmt das mit dem Gürtel? Ja, ah, gut, also, danke. Ich bin bestätigt. Und ich habe mich natürlich auch schon vorher abgesichert. Ja, also, die ganze Schöpfung ist in Geburtswehen und ist geprägt von Leiden, obwohl alles so schön ist. Die Natur, die Sterne, das Weltall, die Pflanzen, die Tiere. Aber es ist alles eben im Leiden drin. Und die Schöpfung sehnt sich danach, dass Jesus Christus zurückkommt in diese Welt, um wirklich eine grüne Zukunft zu schaffen. Das werden nicht die Grünen machen. Jesus Christus wird eine grüne Zukunft bringen. Aber das ist noch nicht jetzt. Und jetzt lese ich nochmals 1. Mose 3, Vers 14. Also die Schlange sollte mehr verflucht sein als alles Vieh, das ist Behema im Hebräischen, das sind die Haustiere, als alle Tiere, Chaya, das sind die Wildtiere. Und da geschah auch etwas. Aber dieser Fluch war ein schöpferischer Fluch. Was heißt das? Ja, der Löwe. Von da an begann er, Fleisch zu fressen. Und Gott musste auf das Gebiss umbauen. Sieht man diese Zähne? Die sind genau dafür geschaffen, um andere Tiere zu reißen. Aber vorher war nur Pflanzennahrung vorgesehen. Und die Länge des Fleischfresserdarms ist natürlich ganz deutlich anders als bei einem vegetarischen Tier. Also Gott musste umbauen. Und bei der Schlange sehen wir das sehr deutlich. Gott sagt, weil du das getan hast, auf deinem Bauch sollst du kriechen. Also dann hatte sie vorher Beine. Und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Ja, das muss man wirklich mal machen, wenn man Gelegenheit hat, eine Python in die Hände zu nehmen. Das braucht ein bisschen Überwindung das erste Mal. Und dann man hat das Gefühl, das ist schrecklich glitschig. Und man merkt, oh, gar nicht. Sieht nur so aus. Und dann muss man den Beckengürtel finden. Die hat ja so viele Rippen, ja, eben ein bisschen mehr als wir. Und dann muss man schauen, wo ist der Beckengürtel. Und genau dort findet man diese Dornen, sagt man das. Aber das sind Ansätze von Beinen, dort beim Becken. Und wenn die Schlange dann mal, in Thailand isst man die. Ja, in einem Bibelseminar wurde ich gefragt, dürfen wir Schlangen essen, aus biblischer Sicht? Ja, ich sage jetzt nicht, was ich geantwortet habe, aber sie waren dann zufrieden. Und die Schlangen werden gegessen und dann muss man nur mal die Knochen anschauen und dann sieht man wirklich die Knochenansätze von Beinen dort. Die sind bei Riesenschlangen wie Python, sind die noch sichtbar. Und dann, wie gesagt, Staub fressen. Nun, das hängt damit zusammen. Die Schlange ist immer am Züngeln. Und
das gibt so einen besonderen Eindruck auf uns, ja, wenn wir das Tier so beobachten. Aber die gespaltene Zunge kann gleichzeitig zwei verschiedene Duftstoffe aufnehmen. Das ist gemeint mit Staub. Das sind die ganz, ganz kleinen Teile. Noch kleiner als das, was wir normalerweise als Staub bezeichnen im Deutschen. Und werden Duftstoffe aufgenommen und dann werden die im Jakobschen Organ, das sind eben so zwei kleine Vertiefungen, die haben wir in unserem Mund nicht, ja, kann man mal suchen, haben wir nicht, aber die können dann mit der Zunge dort rein und da werden die Moleküle analysiert. Und dadurch kann die Schlange sich orientieren. Denn der Fluch beinhaltete, dass die Augen eben schlecht sehen wurden. Das war ein Fluch der Degeneration. Aber gleichzeitig, damit die Schlange sich doch orientieren kann, war das eine Erschaffung Gottes mit diesem Jakobschen Organ, damit die Schlange mit der Zunge eben sich orientieren kann. So weiß sie im Raum, wodurch, obwohl sie das nicht gut sehen kann. Und dann hier sieht man das, diese Labialgruben. Die sind fantastisch. Das sind Infrarotrezeptoren zur Wahrnehmung von Temperaturunterschieden bis zu 0,026 Grad. Und damit kann die Schlange im Dunkeln sehen. Also wenn die da im Dunkeln ist, kommt eine Maus, wir sehen nichts. Für eine Schlange wäre das etwa so. Mit dem Infrarot sieht sie die Maus. Und dann? Ja, so geht auch das. Ja, aber der Fluch kam nicht nur über die Tierwelt, die verändert wurde, sondern auch über die Menschheit. Zur Frau sprach er, steht in Vers 16, ich werde sehr mehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Warum sind Geburten so schmerzhaft? Ein Fohlen, ein Pferd, das kann ganz ruhig geboren werden. Man hat auch Pferde untersucht bei der Geburt und die Stute, die Mutter, zeigt Anzeichen von völliger Entspanntheit. Ja, und bei der Geburt, die Frau, gerade das erste Mal, hat Angst, was kommt? Mein Nachbarn hat mir so schlimme Schauergeschichten erzählt. Und da verkrampft man sich und wenn man sich verkrampft, werden die Schmerzen noch größer, ja, und dann die Kontraktionen. Ja, und bei Menschen ist das so, aber bei vielen Tierarten sehen wir, die können mit wenig Schmerzen oder sogar schmerzfrei gebären. Also auch da ist eine Veränderung geschehen. Und die Frau hat dadurch auch ein besonderes Empfinden für die Tatsache, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Eine Welt der Sünde. So vieles ist schön, aber es ist nicht einfach nur schön. Es ist eine gefallene Schöpfung. Und zu Adam, Vers 17, sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast, von dem Baum, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde. Denn von ihr bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Also die Arbeit bekam auch einen Fluch. Die Arbeit ist nicht eine Folge des Sündenfalles. Denn schon vorher in 1. Mose 2 sagt Gott, dass er Adam eingesetzt hat, um den Garten zu bebauen und zu bewahren. Das war der erste Gärtner. Gärtner ist ein paradiesischer Beruf. Und jetzt kommt eben dazu, dass der Erdboden verflucht ist. Und darum haben wir auch bei aller Arbeit, wenn wir Arbeit haben, die uns Freude macht, aber wir haben immer diese Rückseite der Medaille. Das Unangenehme. Mit Schweiß und mit Mühe. Und was ist da geschehen? Dornen und Disteln soll er dir. Dornen sind umgewandelte Blätter. Anatomisch ist das Transformation von Blättern oder Nebenblättern oder Sprossachsen oder auch Wurzeln. Es gibt verschiedene Arten von Dornen. Und das war auch ein schöpferischer Akt Gottes.
Und das nächste Mal, wenn wir Brombeeren pflücken und das soll uns erinnern, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Dass es uns nicht einfach zu wohl ist auf dieser Erde. Es gibt Menschen, die haben die Gefahr, dass es ihnen zu wohl ist. Und Gott sagt schließlich, und jetzt wird der Tod das Schicksal sein. Er wird sterben und zum Staub zurückkehren. Warum gibt es Tod? Das war nicht vorgesehen in Gottes guter Schöpfung. Das ist die Folge dieser Rebellion. Und wir müssen uns fragen, wir können nicht nur sagen, ja, das waren unsere Eltern. Und wie ist es mit uns? Wie viel Rebellion haben wir schon erlebt gegen das, was Gott in seinem Wort uns Menschen sagt? Haben wir es einfach so aufgenommen? Und wie oft sind wir in unserem Leben einfach unseren eigenen Weg gegangen? Haben uns gar nicht gefragt nach Gottes Willen. Einfach so für uns gelebt. Und dann sind wir krank geworden. Vielleicht schwer krank. Und es gibt so viele Zeugnisse von Menschen, die sagen, als ich damals so schwer erkrankte, da habe ich zum ersten Mal überhaupt nachgedacht, wozu bin ich da? Wozu lebe ich? Und was habe ich eigentlich gemacht bis jetzt? Und es ist so, in der Bibel, im Buch Hiob, da haben wir ein ganzes Buch, das behandelt das Thema Leiden. Und dort erklärt das Buch Hiob, dass Gott Menschen krank werden lässt. Hiob 33. Und in Kapitel 36 sagt Elihu, Gott öffnet den Menschen das Ohr, indem er sie leiden lässt. Also man kann sagen, Leiden sind die Gehörgeräte Gottes für unser Hörproblem. Und wenn es ganz schwere Leiden sind, das vergleicht Elihu in Hiob 37 mit dem Donner, ja, im Sturm. Wenn man durch ganz schwere Leiden geht, dann merkt man, ich gehe durch einen Sturm und da blitzt und donnert es. Und Donner hat bis 130 Dezibel Lautstärke. 120, das ist ein Flugzeugmotor über dem Kopf. Aber gewisse Rockkonzerte, die gehen bis 120. Aber nach 20 Sekunden hat man die ersten Hörschäden. Und 130 ist das Doppelte von 120. So laut können Blitze sein. Und wir hören sie 5 Kilometer weit. 20 Kilometer. Und Elihu macht klar, diese schweren Leiden, durch die Hiob gingen, das war nicht Gottes Megafon, sondern Gottes Donnern. Er donnert wunderbar mit seiner Stimme, sagt er. Und es ist so, Gott will uns aufrütteln mit Leiden. Und das ist seine Liebe. Er will zu uns sprechen, damit wir die Ohren öffnen und eben erkennen, Gott weiß, was Leiden sind. Jesus Christus, Gottes Sohn, kam in diese Welt, um an unserer Stelle die Strafe für all die Rebellion, all den Widerstand, all den Eigensinn, den wir gelebt haben, auf sich zu nehmen. Weil Gott gerecht ist, muss er unsere Schuld, unsere Sünde bestrafen. Aber Jesus Christus wollte unseren Platz einnehmen. Und darum hat er die Strafe auf sich genommen. Und die Leiden, die der Herr Jesus erlitten hat, nicht nur von den Seiten der Menschen durch die Kreuzigung und davor durch die Geißelung, sondern die Leiden in den Stunden der Finsternis, als Gott ihn belud mit fremder Schuld. Und Gott hat ihn verlassen, sodass er geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Leiden können wir nie ergründen. Das bleibt immer ein Geheimnis. Nur Gott weiß, welche Glut ihn damals getroffen hat. Und darum, Jesus Christus weiß, was Leiden sind. Und er hat das auf sich genommen aus Liebe zu uns, damit, wenn wir durch Leiden eben hörend gemacht werden, auch wissen, wie wir Vergebung bekommen können. Frieden mit Gott. Ich möchte zum Schluss in ein paar Punkten das nochmal so systematisch auflisten.
Das Wichtigste ist einmal, dass wir feststellen, dass Gott existiert. Und wirklich, diese wunderbare Welt, die kann nicht durch Zufall entstehen. Das geht gar nicht. Und man geht eigentlich gegen den Verstand, wenn man sagt, ja, das ist alles zufällig entstanden. Es geht ja gar nicht. Ordnung, höhere Ordnung entsteht nie zufällig. Gott existiert. Und die Bibel sagt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. So beginnt die Bibel. Aber zweitens müssen wir uns im Klaren sein. Und dieser Gott, der diese wunderbare Schöpfung gemacht hat, ist heilig. Er ist vollkommen gerecht. In 1. Johannes 1, Vers 5 heißt es, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Aber wir müssen auch anerkennen, drittens, dass wir persönlich ganz anders sind. Wir sind schuldig. Römer 3, 23 sagte, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt. Natürlich, gewisse Menschen sind vielleicht noch schlimmer als wir, ja? Wenn man sagen kann, ich habe noch nie eine Bank ausgeraubt, ja? Aber gestern habe ich mit einem Mann gesprochen, der hat mir gesagt, ich habe sehr viel Schlimmes gemacht in meinem Leben. Kann das wieder gut werden? Wir haben gesagt, ja. Aber muss ich zuerst das in Ordnung bringen? Aber ich sagte, die Rettung hängt nicht davon ab. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich habe ihm gesagt, er muss unbedingt daran festhalten, wenn er seine Schuld Gott bekannt und bereut hat, dann spricht Gott die Vergebung hinzu. Es geht nicht darum, dass die Vergebung erst dann möglich ist, wenn alles schon wieder repariert ist, was man reparieren kann. Und dann habe ich ihm gesagt, um die ganze Wahrheit zu sagen, Zachäus in Lukas 19 hat den Wunsch gehabt, dass er geschädigte Leute wieder erstatten kann. Und da habe ich ihm gesagt, da musst du dich einfach schrittweise zeigen lassen, was kann man reparieren. Es gibt ja so viele Dinge, die können wir gar nicht mehr reparieren. Und trotzdem gibt es Vergebung. Das ist wunderbar. Aber eben, wenn wir versuchen, das zu vertuschen, das ist ein Problem. Wir müssen das anerkennen. Und wir müssen noch weiter anerkennen, wir schaffen es nicht, uns einfach selber raufzuarbeiten zu Gott. Darum sagt Römer 3, 23, denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir können so an uns arbeiten, an unserer Persönlichkeit, unseren Charakter verbessern. Und dann merken wir auch, also ich kann immer meine Frau fragen, ich habe immer noch den gleichen Charakter wie bei der Heirat. Sie versucht schon. Ja, aber man kann den Charakter nicht einfach so ändern. Man kann ihn vielleicht ein bisschen aufpolieren. Ja, das versuchen wir aber zusammen, gegenseitig. Aufpolieren, nicht abschleifen. Das ist nicht gut. Aufpolieren. Aber dann eben, wir können uns Mühe geben, wir erreichen Gott nicht. Und darum fünftens, Jesus Christus ist die Brücke. Der Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dieser Graben, der da ist, das ist unsere Schuld, der wurde überbrückt durch Jesus Christus und durch seinen stellvertretenden Opfertod. Gott ist gerecht, er hat die Schuld bestraft, aber an dem Stellvertreter. Aber das kann einem nur zugerechnet werden, wenn wir uns mit diesem Stellvertreter wirklich identifizieren und Jesus Christus danken, dass er gestorben ist, ganz konkret für meine persönliche Schuld. Und da ist es eben nötig, der Mensch muss sich bekehren. Hesekiel 33, 11 sagt, kehrt um von euren bösen Wegen. Es ist so bewegend, wie Gott eindringlich uns Menschen aufruft. Nicht einmal kehrt um, sondern kehrt um von euren bösen Wegen. Wir müssen 180 Grad drehen. Das ist eine ganz klare persönliche Entscheidung. Das ist nicht etwas Schnelles, ja? Schnell, ich meine in dem Sinn, so leichtfertig. Aber das kann man an einem Abend vollziehen. Heute Abend. Aber ich werde nie sagen,
Wer möchte Jesus Christus heute Abend annehmen als einen Retter? Bitte Hand hoch. Okay, okay, wunderbar. Da sind wieder einige Menschen umgekehrt. Nein, das ist wirklich eine Entscheidung. Und klar wissen muss, ich will von dem alten Weg weg. Und jetzt möchte ich mich durch Jesus Christus Gott zuwenden. Und darum siebtens, das Leben in der Nachfolge. Eine echte Bekehrung zeigt sich dadurch, dass jemand dann auch Jesus Christus wirklich angehören will. Nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter. Und auch den Wunsch hat, Gottes Gedanken in seinem Wort kennenzulernen und auch die wunderbaren Zusammenhänge in der Bibel, um dadurch ermutigt und gestärkt zu werden, den Weg mit dem Herrn Jesus Christus voranzugehen. Und ganz wichtig, in der Gemeinschaft mit anderen, die auch diesen Weg gehen. Es gibt ein Schweizer Lied, das habe ich in meiner Jugend gelernt. Warum geht es denn nicht als Solochrist? Für die, die diese Sprache nicht verstehen. Warum geht es nicht als Solochrist? Und dann wird erklärt, der Christ braucht den anderen und der andere braucht dich. So in der gemeinsamen Ermutigung. Und darum lehrt die Bibel auch, dass jemand, der sich bekehrt hat, unbedingt zu einer biblischen Gemeinde gehören soll, wo er wirklich durch Gottes Wort genährt wird und auch sieht, wie er selber dienen kann in der Gemeinde, anderen nicht nur empfangen, auch geben. Es ist ein Empfangen und Geben. Ja, damit möchte ich schließen. Nochmals, Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, nicht ein Weg. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wir sehen das ganze Thema Viren. Böse Viren. Das kam durch diese Veränderung der Schöpfung im Sündenfall. Das war eine schöpferische Veränderung. Und Gott benutzt das Leiden eben nicht nur als Megafon, sondern um laut zu uns sprechen, so wie der Donner. Das ist auch so im besonderen Gewitternächten etwas Erhabenes, zuzuschauen. Die Blitze und dann das Krachen des Donners. Und das erinnert uns an den Schöpfer und seine Macht über die ganze Natur. Und so laut spricht Gott durch Leiden. Eigentlich wäre es doch schön, Menschen würden sagen, ich möchte umkehren zu Gott, weil erstens die Schöpfung so wunderbar ist, weil ich realisiere, bis jetzt habe ich mein ganzes Leben genug zu essen gehabt und so viel Wohltaten. Also ich möchte zu Gott umkehren, weil Gott so freundlich ist. Aber wo sind die Menschen, die die Freundlichkeit Gottes sehen und deswegen umkehren? Und darum, weil wir oft eben so schwerhörig sind, ist es nötig, dass wir Hörhilfe bekommen. Und jede Art von Leiden ist eigentlich der Ausdruck der Liebe Gottes, die ruft und die uns eben zu ihm, zu dem Herrn Jesus Christus ziehen will. Hier ein paar Literaturhinweise, die zu diesem Thema sehr hilfreich sind, die mir hilfreich waren und die dann wieder auf Fachliteratur verweisen. Also, was ich da erzählt habe, das war nicht irgendwie so eine Erfindung, weil mir das mal so im Traum in den Sinn gekommen wäre. Man könnte doch das so und so, sondern das ist abgesichert in der Fachliteratur. Aber wichtig war mir, das rüberzubringen, so dass es ja auch Teenager verstehen könnten. Und der Test kommt dann nachher, wenn ich die jungen Leute frage. Hat man etwas davon verstanden oder gar nichts? Das wäre dann schlimm für mich. Ja, dann möchte ich das Wort Heinz übergeben.